Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden hier gleich eine lächerliche Abstimmung erleben, wie sie in diesem Hause schon so oft vorgekommen ist. Die Koalition wird gegen diesen Antrag stimmen, obwohl sie den Inhalt schon längst übernommen hat. Der Referentenentwurf liegt ja schon vor, wir haben es ja gerade auch noch mal gehört, und wir kriegen den Gesetzesänderungsantrag der Koalition dann eben im nächsten Monat oder im Januar, und dann wird es ja auch Zeit, denn die Anmeldungen für die Einschulung kommen näher. Und das längst, Entschuldigung, die laufen schon, weiß mein Kollege aus eigener Erfahrung. Und das längst eingesetzte Handeln von Eltern sowie Erzieherinnen und Erziehern muss auf rechtliche Füße gestellt werden. Die Linksfraktion wird sich hier in der Abstimmung enthalten, und ich möchte das auch begründen. Ich bin der Meinung, dass ein nach hinten oder vorne verschobener Stichtag wenig bis nichts am Problem löst, das viele an der jetzigen Gesetzeslage festmachen. Wir brauchen flexiblere Verfahren statt starrer Regeln, also ein Datum für eine Einschulung, der einen Richtwert darstellt. Der muss wiederum mit Bedingungen verbunden sein, die dem Kindeswohl dienen müssen. Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen müssen sensibel und klug entscheiden, ob ein Kind zu diesem Datum eingeschult wird oder ob es noch ein weiteres Jahr darauf vorbereitet werden sollte. Dafür sind sie nämlich verantwortlich. Und wenn entschieden ist, muss jedes Kind so individuell gefördert werden, wie es das braucht, in der Kita oder in der Schule. Dafür müssen die Bedingungen da sein, in der Kita und in der Schule. In der Kita müssen dafür die fachlichen und Ausstattungsstandards so weiterentwickelt werden, dass das anspruchsvolle Kita-Bildungsprogramm auch vollständig umgesetzt werden kann. Dazu brauchen wir vor allem mehr und gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen, einschließlich einer Verbesserung der Erzieher-Kind-Relationen. Hören wir hier auf das Kita-Bündnis Berlin. Auch in der Schule braucht es bessere Bedingungen. Die habe ich hier in der ersten Rederunde schon mal dargestellt. Und auch bei den Lehrkräften und auch bei den Erzieherinnen und Erziehern in der Schule muss genügend Arbeitszeit zur Verfügung stehen, um auch Lernbedingungen für die Kleinsten so zu schaffen, dass alle so gefördert werden, wie sie es brauchen. Danke. Vielen Dank, Frau Kittler. Für die CDU-Fraktion hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Bentele.